Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Firewatch. Wir verfolgen auch immer die Terror-Teenies, diese beiden verzogenen Gören, die es doch tatsächlich gewagt haben, mit R sprinten wir, die es tatsächlich gewagt haben, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, nur um euer Gedächtnis aufzufrischen, sprinte Henry, hier tatsächlich die Stromleitung durchzutrennen. Die haben sie durchgeschnitten und uns einen netten Gruß hinterlassen, nachdem sie gestern ja schon unsere Hütte, während wir noch auf dem Weg nach Hause waren, haben sie in unserer Hütte randaliert. Deswegen verfolgen wir sie jetzt und sollen ihnen den Schreck ihres Lebens einjagen, damit sie nach Hause zu Mami rennen. Und genau das habe ich auch vor zu tun. Autsch, das war hoch. Wobei, Autsch trifft es nicht ganz. Henry hat sich nicht wehgetan. Auf dem Weg dahin schaue ich, dass ich alle Bierdosen einsammle. Alle aufräumen. Es kann ja nicht sein, dass die hier so einen Dreck hinterlassen. Auch da vorne ist noch eine. Achso, ja. Gerade falsch geklickt. Schau, ist hier noch irgendwas? Da wären wir auch runtergekommen. Okay. Da hier eine Bierdose lag, sind die Mädels wohl hier hinabgeklettert. Ihr wisst schon, das sind dieselben, die wir beim Nacktbaden erwischt haben und die uns dann für einen Perversen gehalten haben. Ich gebe es zu, ganz verübeln kann ich Ihnen diese Fehleinschätzung nicht. Wir haben uns ein bisschen creepy genähert. Ich habe vielleicht nicht so das größte Talent, mich Damen zu nähern. Aber die haben versucht, die haben hier mit Feuerwerk rumgespielt und ja, das ist jetzt schlecht. Jetzt weiß ich nicht, wo sie hingegangen sind. Sie sind entweder... Moment, ich guck mal ganz schnell. Wir befinden uns... Wo befinden wir uns denn? Da oben. Entweder zum... Ach ja, ist richtig. Sie sind ja sehr wahrscheinlich wieder zum See zurück. Ah, schwierig. Wir müssen einfach mal gucken. Ich gehe einmal schnell hier durch und gucke, ob ich sie... Ob ich hier eine Dose entdecke. Wenn ja, würde es bedeuten, dass sie hier durchgegangen sind. Aber ehrlich gesagt sehe ich hier gerade nichts. Nee. Wir gehen hier trotzdem einmal noch runter. Versperrter Weg, wir melden ihn mal. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Nein, nochmal melden müssen. Wobei, wir könnten jetzt schauen, was sie noch dazu sagt. There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Na gut, na gut. Schön aber, dass wir sie zweimal darauf ansprechen konnten. Da es hier so überwuchert ist, nehme ich mal stark an, dass unsere beiden randalierenden Mädels hier auch nicht unbedingt durch wollten. Wenn ich manchmal ungewollt das Funkgerät zücke, tut's mir leid. Es ist genau auf der Taste, mit der ich normalerweise rennen würde. Ich hoffe, ich finde alle Dosen. Ich hoffe, die sind überhaupt hier entlang. Aber ich nehme es doch mal an, dass wir einfach wieder eine Dose finden, sobald wir nicht mehr sicher wären vielleicht, wo sie entlang gegangen sind. Momentan haben sie ja wenig Möglichkeit gehabt. Entschuldigung. Da musste ich mich räuspern. Versorgungsstelle Region Theophil 3 Meter, 3 Meter, Two Forks, Jauncey Lake. Ich nehme mal stark an. Die gute Delilah meinte ja, dass sie sehr wahrscheinlich zum See zurückgegangen sind. Aha, immer noch. Es ist schrecklich. Sehr wahrscheinlich zum See zurückgegangen sind. Deswegen, da ich hier auch nicht direkt eine Bierdose sehe, die uns eines Besseren belehrt, würde ich mich auch mal auf den Weg in Richtung See begeben wieder. Zwischendurch muss ich mal wieder... Oh, die Aussicht ist so toll. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte einfach als Tourist rumstehen und... Was ist das da drüben denn? Moment. Wir gehen hier mal ganz vorsichtig rüber. Rüber. Gehst du da bitte hoch? Danke. Was ist das denn? Rucksack an Ast. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Na gut, dann machen wir das doch mal. Hey, da haben wir ihn runtergehauen. Was steht denn da drauf? Brian Goodwin.
Was finden wir darin? Sachen? Ein Selfie. Ja, wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt well, Fotos I machen. Am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Okay, wer ist er denn? Brandwächter Ranger Exliebhaber? What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, you know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Warum ist Ned der Typ aus den Nachrichten? Fragen wir mal warum. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned. And one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Nichts, was die Leute im Fotoladen traumatisiert. Ich nehme mal stark an, damit hat sich mein Plan erledigt, die Hosen runterzulassen und einfach mal... Seilhaken, hä? Ach, da vorne ein Seilhaken. Das hat jetzt einfach schon sehr früh getriggert. Ich hätte jetzt sonst, also wenn es funktioniert hätte, hätte ich jetzt wirklich einfach mal ganz spontan... Aber ich möchte mal die Einwegkamera ausprobieren. Ah, das ist schön hier. Ich mag die Aussicht hier einfach sehr. Aber da ich nicht weiß, ob wir nicht vielleicht später noch für irgendwas eine Kamera gebrauchen könnten, werde ich jetzt nicht überall Bilder schießen. Schauen wir mal. Machen wir das Seil hier dran. Hoffentlich stürzen wir diesmal nicht ab. Ihr erinnert euch vielleicht. Es ging schon mal schief, als wir versucht haben, uns abzuseilen. Das ist dumme Ding gerissen. Aber diesmal scheint es zu halten. Sehr gut. Das heißt, wir kämen auch wieder nach oben. Schön. Muss ich da wieder? Scheinbar. Na gut, Seile. Ich weiß, warum der so viele Seile hatte. Da kommst du hier ja sonst nicht weiter. Also nach unten. Übrigens, mit dem Speichern habe ich herausgefunden. Ich hätte einfach nur mal das Menü öffnen müssen. Aber da ich klug bin, habe ich das natürlich dann auch irgendwann tatsächlich rausgefunden. Ich bin so nicht gut. Ich weiß. Was haben wir denn hier auf der Map? Laufen wir in die richtige Richtung so? Nein. Aber hier müsste gleich Schluss sein. Das heißt, ich gehe... Was? Ach so, unsere Frau. Ja. She's got Alzheimer's. Like, dementia. Wow. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Angst. Wir wussten nicht, was los ist. Verheerend. Angst, oder? Ich nehme an, Angst könnte es ganz gut treffen. We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir mit Delilah darüber reden können. Ich habe ja auch am Anfang erst überlegt, ob es so eine gute Idee ist. Komme ich da hoch? Ob es so eine gute Idee ist, ihr so offen alles zu sagen, aber... Das ist nicht wirklich was, oder? Aber letztlich denke ich, dass es Henry durchaus gut tut, wenn er mit jemandem über diese Dinge sprechen kann. Und halt nicht einen von seinen alten Freunden, die ja alle nicht unbedingt nett und empathisch waren. Ich guck mal in die Versorgungskiste. 1.
2, 3, 4. Da haben wir es. Aufmachen. Und was ist drin? Oh, natürlich. Wieder ein Zettel. Karteninformationen updaten. Also hier fährt gerade fleißig loser Stein. Ja, den schmeißen wir da wieder rein. Was ist da noch? Versteinerte Kralle? Oh ja, da sprechen wir die Leila mal drauf an. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. Das ist sehr beruhigend. Wir finden ein Tier. Dann wieder eine Nachricht. Das ist immer schön. Oh nein, ich wollte sie... Ah, verdammt. Ich wollte sie doch lesen. Wie konnten wir das... Da, Nachricht von... Couldn't take it? Ich glaube, wir haben zwei davon noch nicht gelesen, oder? Schauen wir erstmal hier. Hi Dave, ich habe gelesen, dass du mir etwas Wichtiges mitteilen willst. Sorry. Ich dachte, das hätten wir schon. Also, hi Dave, ich habe gelesen, dass du mir etwas Wichtiges mitteilen willst. Sorry, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Hab dich den ganzen Tag lang gesucht und dachte, du wärst beim Canyon, um den Studenten aus der Patsche zu helfen. Da lag ich wohl falsch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich dir eine große Hilfe wäre. Wir sind schließlich Arbeitskollegen, amigos profesionales. Aber wenn du jemanden brauchst, um einen Bierkasten zu vernichten und in der Vergangenheit zu schwelgen, sag Bescheid. Nur Lebensweisheiten habe ich keine. Du verstehst schon. Bis bald, Ron. Das hatten wir doch schon mal. Dann schauen wir mal hier. Ron, der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Autos fahren vorbei. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt zum Park, aber wir sollten uns volllaufen lassen, wenn ich wieder da bin. Dave, auch das hatte ich gelesen. Dann fehlt nur noch diese Nachricht hier. Hi Dave, rate mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich, Ron, höchstpersönlich. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den neuen anzusehen. Habe dann gehört, wie er mit sich selbst redet, also mehr als üblich für einen Brandwächter, und beschlossen, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimney Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hat? Ich glaube langsam, die bei der Forstverwaltung nehmen nur geistesgestört und perverse. Außer uns natürlich, wir sind die Crème de la Crème. Stoßen wir auf Debbie an, Ron. Yay! Okay, schön, dass wir es doch noch lesen konnten. Dann geht's jetzt weiter auf zum See. Moment, ich muss mal gerade schauen. Two Forks wäre der Weg da oben entlang. Der See geht da unten entlang. Dann joggen wir mal eine Runde. Weil ich möchte einmal ganz kurz hier gucken. Einfach nur hier runterschauen. Da ist zu. Moment, das will ich jetzt mal auch ganz kurz angucken. Da können wir bestimmt wieder die Leila fragen, was das hier für ein Pfad ist, der geschlossen ist, warum da ein Zaun ist. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain-link fence? A chain-link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. Oh ja. Könnten die Mädchen hinter dem Zaun sein? Wer sollte ich... Who are they keeping out of here? And why? Ah, jeez, I don't know. Maybe it's biologists, you know? Well, they don't want people traipsing on their precious lichens. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Was für Fahne? What's a lichen? Wouldn't you lichen to know? Oh my god, goodbye. I'll ask next time I talk to someone, but... That'll probably be a few days. Okay. John C. Lake. Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. Okay. Oh, klar, erinnerst du dich an den Typen von gestern? Die meinen, glaube ich, den mit der Taschenlampe, oder? Hey, you remember that guy from yesterday, the guy I saw hiking home? Yes. Maybe he was from this fence place. From the land of the fence.
Yes. You know what? I'll make a note. You might be on to something. Oh, wir sind etwas auf der Spur. Ah, und ich sollte mir echt angewöhnen, dass R sprinten ist. Ich möchte nur mal ein bisschen reingucken. Ich gehe sofort wieder zu meinem Weg. Keine Sorge. Aber da sieht man echt nichts weiter. Na gut. Wir sprinten weiter. Schließlich waren wir eigentlich auf dem Weg zum See, um die Mädels zu finden. Diese missratenen Kleinen. Wir wollen sie nur ein bisschen erschrecken. Mal gucken, ob wir das heute noch schaffen. Langsam glaube ich so langsam, wie ich vorankomme, weil ich überall noch da was gucken will und hier noch was schauen, wird das nicht wirklich was. So bin ich jetzt wieder hier. Moment, Moment, Moment. Das sind nicht die Seile, die ich platziert habe, oder? Moment, hier. Ich will da einmal kurz hoch. Aber das dürften eigentlich nicht die Seile sein, wo wir runtergegangen sind. Sonst wären wir überhaupt nicht vorangekommen, oder? Waren das unsere Seile? Was ist da oben? Es tut mir gerade schrecklich leid, wenn ihr das wisst. Dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe, wie gesagt, keinen Orientierungssinn. Für mich sind das jetzt neue Seile, die ich noch nie gesehen habe. Oder ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen. Ups. Okay, das war, wo wir gewesen sind. Hoppala. Kann mal passieren. Ich dachte, wir wären schon weiter gewesen. Jetzt kommt das ständige Hin- und Her-Trappeln. Es ist übrigens ganz toll, die Vögel beginnen hier melodisch zu singen, weil es morgen wird. Es erklärt auch, warum hier öfter Autos gerade schon vorbeifahren. Wir nähern uns dem schönen, schönen Morgen. Vielleicht sollte ich Schluss machen, aber ganz ehrlich, im Sommer, es ist tagsüber gerade so warm. Das ist einfach unglaublich verlockend, dass man nachts... So, how'd you meet? Met in a bar. Mm, the birthplace of modern romance. Oh yeah. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it. Aw, you were brave. I was drunk. Oh, ich mag ihn, ehrlich. Ich guck mal wieder auf unsere Karte, ob wir halbwegs richtig laufen. Aber ja, wir laufen richtig. Wenn wir diesem Weg weiter folgen, dann landen wir beim Thunder Canyon und dem wiederum könnten wir dann zum See folgen. Wobei, nein, wir landen nicht beim Thunder Canyon. Doch, wobei das. Was ist denn das für eine kleine Legende? Old Climbing Gear. Also wenn wir diese Old Climbing Gear benutzen, kommen wir vermutlich doch in den Thunder Canyon und können so die Mädchen erreichen. Laufe ich hier aber überhaupt richtig? Bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte auch hier rüber laufen können. Also hier rüber springen. Ja, mal alles dreimal angucken. Flapjack? Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Alles klar. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Okay. Das steht niedergebranntes Gebiet. Was mache ich denn damit jetzt? Ah. Wo geht's nach dem verbrannten Wald weiter? From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. Hmm, you're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there, as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Okay, und den sollen wir jetzt finden. Ehrlich, ich finde das hier eigentlich total schön mit diesem pinken Kraut. Das sieht irgendwie toll aus. Jetzt kräht hier ein Hahn. Ach, schön. Wirklich schön. Okay, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Macht aber nichts. Ich möchte einmal ganz kurz nach da hinten schauen. Achso, ja. Karte vor der Nase. Ach, da gehen wir wieder zurück zum Zaun. Okay, das müssen nicht... Wobei, doch, wir könnten einmal kurz hier entlang joggen.
Ich nehme stark an, dann tragen wir auch hier den Zaun ein, oder? Zaun. Haben wir den jetzt auf der Karte? Ich glaube, er ist länger geworden, aber sonst... Na gut. Auf geht's zurück. Wir müssen eine Spur der Mädchen finden. Das werden wir schaffen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bevor der nächste Hahn hier anfängt zu krähen. What are you gonna do when the fire season wraps up? Moment. Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. I don't know. I haven't really thought about it. Right now I'm trying to hunt down some vandals and I don't even know what I'm gonna do when I find them. I'm not thinking very far ahead. You should go see her. She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Also, an sich würde ich sagen, ja, auf jeden Fall die Frau besuchen. Man ist ja mit ihr zusammen, er liebt sie. Aber, ach, es ist halt schwierig, ne? Sie ist bei ihrer Familie. Es geht ihr vielleicht... Hoppala. Das war jetzt unschön. Es geht ihr vielleicht... Did your wife's illness have anything to do with you taking this job, or... Did you just fall prey to the service's big recruiting push? When it comes to, you know, how the hell you ended up out here? Deine Stellenanzeige, was meinst du? Stellenanzeige, oder? I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. Was ist letzten Sommer passiert? Oh, du meinst das Feuer. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. Brownies don't have jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news? I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey! I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. If the goddamn park can burn down again. Alles klar. Dass man Feuer... Lässt man die wirklich brennen? Das wäre irgendwie seltsam, wenn ich das mal so sagen darf. Und ihr habt es vielleicht erraten. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe den Weg verloren. Laufe ich jetzt gerade zurück? Ich glaube ja. Nee, die Karte wird nicht weggesteckt. Die Karte, der wird jetzt gefolgt. Das hier könnte der Weg sein. Oder der Weg zurück, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das ist ein... Moment. Es ist ein Weg, wie man nach unten kommt. Ah ja, wir können den nehmen, das passt schon. Bevor ich gleich wieder nicht weiß, wo wir hingehen, laufen wir einfach hier diesen Weg entlang. Ah, falsche Taste. Immer die falsche Taste. So, da machen wir jetzt den Haken dran. Ich will ja irgendwo in den Canyon runter.
Ich frage mich gerade übrigens die ganze Zeit, ob man nachher in der Aufnahme die Vögel hört, die hier gerade wie bekloppt singen. Wenn ich schon mit irgendwelchen Freunden skype und die Vögelchen fangen abends an zu singen, die hören die immer. Also in Skype, in Discord, da hört man die wohl relativ laut und deutlich. Nee, schade. Wir haben immer noch keine Spur von den Mädchen gefunden. Es irritiert mich ein ganz kleines bisschen. Keine Spur von den Mädchen, aber irgendwo müssen sie ja sein. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gerade richtig laufe. Ah, da vorne. Okay. Da ist diese Stelle. Ihr erinnert euch vielleicht. Ich gehe mal kurz auf. Wir sind wieder hier an der Höhle. Jetzt müssen wir eigentlich nur den Thunder Canyon wieder zum See zurückverfolgen. Und dann sollten wir mit ein ganz kleines bisschen Glück, mit einem bisschen Glück, sollten wir dann die Mädchen finden. Wir tun einfach mal unser Bestes. Delilah meinte, sie wären vermutlich noch in der Nähe des Sees, aber nicht an derselben Stelle, wo sie gestern kampiert haben. Auf jeden Fall geraten wir so wieder in ihre Nähe. Okay, geraten war das falsche Wort. Kommen wir wieder in ihre Nähe? Ja. Wir finden sie. Wir finden sie. Ich bin guter Dinge. Ich möchte sie ja erschrecken. Das wird mir persönlich ganz viel Spaß machen. Nicht nur, weil die hier mit Feuer rumgespielt haben und beinahe für einen Waldbrand gesorgt hätten, auch weil die unseren Turm verwüstet haben und weil sie überall Bierdosen hinterlassen und einfach wirklich bestraft gehören. Eigentlich sollte man die Polizei rufen und sie anzeigen, denn es geht ja nicht, dass sie Stromkabel durchschneiden. Ich meine ernsthaft, was Hey, wäre... do you see that? Was? Was? Was genau? No, but maybe. See what exactly? I can barely make it out, but there's a small wisp of smoke way down to the southwest. You should be able to find a way over there from the meadow by the lake. Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. 5 Mile Creek. Well, you think it's those girls? I'm pretty sure it's a campfire, so yeah, I'd call that a safe bet. Man, they really do not give a shit, do they? Not a one. Okay, ich sehe hier wirklich gerade nichts, deswegen. Also vorhin habe ich zwar auch nicht genau gewusst, was sie meinte, ob es ein Feuer ist, allerdings, wenn wir diese Möglichkeit bekommen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir sowas natürlich mitbekommen haben. Vermutlich muss ich. Ach nee. Nee, ich will doch gar nicht. Ach so, da komme ich einfach so unten durch. Gut. Also, sobald wir jetzt ein bisschen wieder draußen sind hier, schauen wir doch mal. Ja, wir sind gleich bei der Wiese vorm See und dann gucken wir mal, dass wir. Da, das meint sie, da ist eine Rauchsäule. Okay. Ich würde mich dem Ganzen noch nähern, aber ehrlich gesagt, ich glaube, bevor ich diese kleinen Rabauken konfrontiere. So, wir gucken mal, wie wir da am besten hinkommen. Da drüben ist es. Ich muss mal gerade schauen, wie wir das überhaupt erreichen können. Hier ist, glaube ich, kein direkter Weg, der um den See rumführt, oder? Oh, wobei doch, da sieht's gut aus. Hier über den Baumstumpf. Es interessiert mich, ob der Ghetto Blaster noch im Wasser liegt. Ihr erinnert euch, den habe ich da mit Genuss gestern reingeschmissen. Was? Was? Was piept da? Es war jetzt doch was im Sch Das ist jetzt was im Spiel, das sind nicht die Vögel hier. Ach, da hinten ist, glaube ich, was auf dem Wasser, oder? Kann es das sein? Ich bin mir nicht sicher. Rauchsäule, wo bist du? Rauchsäule? Rauchsäule? Was ist das Schild? Ich bin. Moment, ich muss mal ganz kurz Richtung See. Wo ist diese? Diese doofe Säule. Ich kann Delilah sicher sagen, wenn ich sie entdeckt habe. Von hier aus habe ich sie eben gesehen, irgendwo. Da. Hier ist die Rauchsäule. Ah, wie blind kann man denn sein gerade? Und ich habe hier irgendwas, was ich an hätte angucken können, aber ich habe es nicht. Ah, ich möchte mir einen Weg einfach nur durchs Unterholz bahnen. Da hinten ist sie. Falsche Richtung. Aber erstmal schauen, wie wir da genau hinkommen.
Da haben wir gestern die ganz vielen Klamotten von den Mädels gefunden. Unglaublich viele Sachen. Und jetzt, da ist schon wieder Bierdosen. Ich spiele mal noch Müllsammler hier gerade, ne? Müllmann Henry zu Diensten. Ich werde nachher so viel Müll in meiner armen Hütte haben. Das ist doch einfach nicht normal. So, falls wir diesmal ihre Rucksäcke finden, dürften wir sie ja kaputt machen und alles, oder? Moment. Ich habe gerade gedacht, ich hätte ein. Oh Gott, da vorne. Noch mehr Müll. Die sind so rücksichtslos. Das sind solche. Ah. Warum? Warum tut man das? Vor allem, wie viel Bier haben die hier mit rausgeschleppt? Wir haben doch jetzt sicher schon an die 20 Dosen gesehen bzw. eingesammelt bald, oder? Die müssen. Haben wir jetzt alle hier? Ich hatte das Gefühl, ich bin hier vorne über eine drüber gestolpert und deswegen hat es so gescheppert. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ich gucke da vorne eben noch kurz, ob wir irgendwo ihre Rucksäcke entdecken und mit denen was anstellen könnten. Nein. Dann müssen wir jetzt wohl einen Weg zu dieser Rauchsäule finden. Das mache ich allerdings erst das nächste Mal. Da ich jetzt weiß, wie man speichert, bin ich guter Dinge, dass. Ah, erstmal noch die Rauchsäule melden. Okay, I have eyes on that smoke plume. Great. Find your way over there and give him hell. Mit Vergnügen, Delilah. Mit Vergnügen. Sobald wir das nächste Mal hier wieder sind, mache ich den Mädchen wirklich die Hölle heiß. Ich hoffe, ihr hattet soweit heute Spaß, wenn wir hier weiter durch die Pampa geirrt sind. Tut mir leid, wenn ich mich immer wieder verlaufe, aber. Ah, ich bin einfach nicht gut im Weg finden und so. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir dann tatsächlich die Mädchen hoffentlich zur Rede stellen können und ihnen die Leviten lesen. Ich hätte ja auch nichts dagegen, ihnen tatsächlich den Hintern zu versohlen. Also ganz ehrlich, was sie sich alles geleistet haben. Die würden damit noch milde wegkommen, wenn ich das mache. Oder auch nicht, weil ich sehr gemein wäre dann. Jedenfalls, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Und macht euch bis dahin einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Bye, bye.